Als wir im vergangenen Jahr unseren ersten Tag der Stille hier in Johanneskirchen hatten, durch den uns auch Sabine so wunderschön geleitet hat, haben wir am Ende des Tages, als das Schweigen aufgehoben war, gemeinsam das Sutra über die allumfassende Liebe rezitiert. Und das hat mein Herz so geh- und berührt, dass ich mir dachte, dies wäre doch mal ein Thema für einen Vortrag für unsere Sangha. Ich habe es dann auch Ilona und Thomas vorgeschlagen und beide waren einverstanden. Und so beschäftigt sich mein Vortrag heute mit Liebe, liebende Güte, Maitri oder Metta. Aber zuerst möchte ich dieses wunderschöne Sutra über die allumfassende Liebe mit euch teilen. Wer Frieden erlangen möchte, sei aufrichtig und bescheiden, sei fähig zu liebevollem Sprechen. Er oder sie wird wissen, wie man einfach und glücklich leben kann, mit ruhigen Sinnen, ohne Habsucht und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Nichts sollte eine solche Person tun, was von den Weisen missbilligt werden könnte. Und dies wird sie sich stets vergegenwärtigen. Mögen alle Wesen glücklich und wohlbehalten sein. Und mögen ihre Herzen von Freude erfüllt sein. Mögen sie alle in Sicherheit und Frieden leben. Ob sie nun schwach sind oder stark, lang oder kurz, groß oder klein, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, bereits geboren oder noch nicht geboren, mögen sie alle in vollkommener Gelassenheit weilen. Kein Wesen verletze je ein anderes, noch gefährde es das Leben eines anderen. Kein Wesen wünsche einem anderen aus Ärger oder Übelwollen je Kummer oder Leid. Genauso wie eine Mutter ihr einziges Kind liebt und unter Einsatz ihres Lebens schützt, sollen auch wir grenzenlose, allumfassende Liebe für alle Lebewesen entwickeln, wo immer sie sich auch befinden mögen. Unsere grenzenlose Liebe sollte das ganze Universum durchdringen, nach oben, nach unten und überall hin. Unsere Liebe wird keine Hindernisse kennen und unsere Herzen werden vollkommen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Ob wir stehen oder gehen, sitzen oder liegen, solange wir wach sind, sollen wir diese liebende Achtsamkeit in unseren Herzen bewahren. Das ist die vornehmste Lebensweise, frei von falschen Ansichten, von Gier und sinnlichem Vergnügen. Die grenzenlose Liebe praktizieren. Sie leben in Schönheit, verwirklichen vollkommenes Verstehen und werden mit Gewissheit über Geburt und Tod hinausgelangen. Ja, was ist Liebe? Wahre Liebe. Es ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Es braucht keine Erwiderung. Liebe ist kein Tauschgeschäft. Gibst du mir, gebe ich dir. Das ist sie nicht. In ganz, ganz vielen Vorträgen und Büchern, ich war baß erstaunt, als ich meine Bücher von Tai angeschaut habe, wie viel Bücher diesen Titel Liebe in sich tragen, ob es nun Dialog der Liebe oder aus tief aus dem Verstehen die Liebe berühren oder Mutter das erste Wort für Liebe oder auch das Buch, das wir gerade in unserer Montagssangha lesen, Liebesbrief an die Erde. Also in vielen, vielen seiner Bücher versucht uns Tai diese Herzensqualität näher zu bringen. Ich möchte nur an die vier Brahma-Viharas erinnern. Sie sind Bestandteil wahrer,
wirklicher Liebe. Und sie gehören zusammen. Sie durchdringen einander. Und das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, oder heute sagen wir ja auch Unvoreingenommenheit, sind die wahre Natur eines erwachten, befreiten oder erleuchteten Menschen. Und sie sind die vier Aspekte wirklicher Liebe in uns. Und Thay stellt auch hier die Liebe oder liebende Güte in Pali Metta, das war übrigens mein erster Dharma-Name, den ich bekommen habe, in Sanskrit Maitri, an erste Stelle. Ja, in unserer Denkart ist Liebe oft etwas Zielgerichtetes. Wir meinen, wir müssten jemand haben, den wir für liebenswert halten. Wir sind oft der Meinung, dass unsere Liebe von der Existenz dieses einen oder dieser Menschen abhängig ist. Und wenn das Gefühl der Liebe im Herzen von einem oder mehreren Menschen abhängig ist, dann haben wir natürlich Angst, diesen oder diese Menschen zu verlieren. Aber die Liebe, die der Buddha uns lehrt und erklärt, ist eine Herzensqualität, die wir in uns entwickeln können, wenn wir wirklich lieben und glücklich sein wollen. Thay betont ja auch immer und immer wieder, dass wir zuerst bei uns selbst anfangen sollen, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind. Wir haben so viele heilsame und positive Elemente in uns. Aber was machen wir? Wir schauen immer zuerst auf die unheilsamen und negativen. Und speziell wir Menschen in der westlichen Welt haben oft große Schwierigkeiten, uns selbst zu lieben, weil uns unsere Erziehung von klein auf natürlich geprägt hat. Und unsere Eltern haben uns vielleicht immer und immer wieder gesagt, wir sollten nicht so egoistisch oder selbstsüchtig sein. Und wir? Ja, wir haben gedacht, dass wir uns nicht selbst lieben dürfen und sollen. Aber das ist ein grundlegend falsches Verständnis eines sehr wichtigen Punktes. Denn wer sich nicht selbst liebt, kann unmöglich jemand anderen wirklich lieben. Wenn wir für uns kein Verständnis haben, haben wir es auch nicht für jemand anderen. Ohne Verständnis ist unsere Liebe keine wirkliche, echte Liebe. Wir müssen sehr achtsam sein und tief und gut hinschauen, um die Bedürfnisse, Hoffnungen und das Leid von uns und anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen. Wir alle brauchen Liebe. Liebe bringt uns Freude und Wohlgefühl. Es ist so natürlich wie die Luft. Aber um geliebt zu werden, müssen wir selbst lieben. Und das bedeutet, zu verstehen. Ich weiß, als ich jünger war, war das ungeheuer wichtig für mich. Wer liebt mich? Wer mag mich? Heute stelle ich mir viel häufiger die Frage, kann ich wirklich lieben? Kann ich die Menschen so annehmen, wie sie sind? So lieben, wie der Buddha uns die Liebe lehrt? Ich muss noch viel üben. Ja, wir sollten auch das Wort Liebe, die Bedeutung des Wortes Liebe wiederherstellen. Denn es ist so ein wunderschönes Wort. Was kann man Schöneres zu einem Menschen sagen als, ich liebe dich? Und vielleicht sollten wir uns abgewöhnen zu sagen, ich liebe Pommes oder Pizza oder rote Schuhe oder ähnliches. Aber sollte uns das nicht immer gelingen, gehen wir trotzdem liebevoll mit uns um und halten uns an den Ausspruch der ehrwürdigen Ayakema, den uns unser lieber Lehrer Karl Schmid mal immer wieder ins Gedächtnis rief, erkennen, nicht tadeln, transformieren und weiterhin gut praktizieren. Ich möchte euch heute noch einmal, ich habe es schon einmal hier in der Sangha getan, diese wunderbaren Worte von Charlie Chaplin ans Herz legen. Einige von euch, wie gesagt, kennen sie bereits, aber ich halte sie für so wertvoll, sie könnten wirklich von Thay sein, dass ich sie heute noch einmal rezitieren möchte.
dass Charlie Chaplin ein genialer Komiker und Filmemacher war, das weiß sicher jeder von euch. Dass er aber auch über eine tiefe Weisheit verfügte, davon zeugen die folgenden Worte, die an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 aussprach, als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen. Ich kann sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Charlie Chaplin. Tja, wahre Liebe ist nicht besitzergreifend. Und genauso wenig, wie wir einen warmen Sonnenstrahl, noch einen kühlen Sommerwind in ein Gefäß sperren können, um ihn für uns alleine zu haben, genauso wenig können wir den oder die Menschen, die wir lieben, einsperren, um ihn oder sie für uns alleine zu haben. Wenn wir das versuchen, dann wird das zarte Pflänzchen Liebe sterben. Wir dürfen den anderen Menschen, sei es unser Partner oder unser Kind, keinesfalls seiner Freiheit berauben. Das wäre keine wahre, echte Liebe, sondern zerstören. Wahre Liebe macht es möglich, dass unsere Freiheit und die Freiheit der anderen bewahrt bleibt. Ich erinnere mich, als uns unser ältester Sohn Thomas, heißt auch Thomas, vor vielen Jahren mitteilte, dass er in seiner Freundin Birgit die Frau fürs Leben gefunden hat und sie heiraten möchten, war zunächst mein Herz ein bisschen schwer. Ja, dachte ich,
Nun ist es soweit, das erste Kind verlässt das Elternhaus. Ich konnte damals nicht ahnen, welches große Geschenk ich bekommen würde. Mir wurde überhaupt nichts genommen, im Gegenteil. Ich habe mit meiner Birgit eine zweite Tochter bekommen. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Moritz, mein Enkel, geboren. Und Birgit wollte ihren Beruf nicht ganz aufgeben und wollte einen Tag in der Steuerkanzlei meines Sohnes arbeiten und fragte mich, ob ich einmal in der Woche für Moritz da sein könnte. Das habe ich von Herzen gerne getan. Und nach 8 Jahren wurde uns dann noch unsere kleine Nina geschenkt und der Omatag ging weiter. Und so konnte eine tiefe Liebe, ein Vertrauen in uns wachsen. Bin für diese Zeit, die immer noch anhält, unendlich dankbar. Und sie hat mein Leben sehr bereichert und bereichert es immer noch. Also nicht festhalten, loslassen. Tai schreibt in seinem Buch Dialog der Liebe, der Buddhismus lehrt, dass Verstehen das eigentliche Fundament der Liebe ist. Ist in uns kein Verstehen, so spielt es keine Rolle, wie sehr wir uns bemühen. Wir werden nicht wirklich lieben können. Es ist eigentlich unsinnig zu sagen, ich muss versuchen, ihn oder sie zu lieben. Es macht nur Sinn, diesem Menschen Verständnis entgegenzubringen. Und indem wir das tun, werden wir ihn lieben. Ohne Verstehen ist Liebe nicht möglich. Wenn Ehepartner einander nicht verstehen, können sie einander auch nicht lieben. Wenn Vater und Sohn, Mutter und Tochter einander nicht verstehen, werden sie einander leiden lassen. Verstehen ist also der Schlüssel, der uns das Tor zur Liebe öffnet. Und Verstehen entwickelt sich im Verlaufe tiefen Schauens. Meditation bedeutet tiefes Schauen, die Dinge tief zu berühren. Und das Leiden entsteht zur Hauptsache aus einem Mangel an Verständnis dir selbst und anderen gegenüber. Wenn du das Leiden in dir und den anderen Menschen tief berührst, wird Verstehen aufkommen. Und wenn Verstehen aufkommt, werden zugleich auch Liebe und Akzeptanz erwachsen. Und sie werden dem Leiden ein Ende setzen. Wie gesagt, Tai lehrt uns so viel über die Liebe in seinen Büchern, auf seinen Retreats. Und ich bin unendlich dankbar, durch ihn diesen wunderbaren Weg der Liebe und des Verstehens kennengelernt zu haben. Tai hat auch ein wunderschönes Liebesgedicht geschrieben. Es ist aus seinem Buch, Nenne mich bei meinem wahren Namen. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingsgedichte. Und ich habe mich gefragt, warum geht mir das so nah und warum ist es eines meiner Lieblingsgedichte? Weil es mich immer wieder daran erinnert, Liebe ist nicht besitzergreifend. Liebe kann etwas Schönes, Gebendes sein. Und dieses wunderschöne Gedicht möchte ich auch gerne mit euch teilen. Deine Augen bestehen aus den 6 Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum und Bewusstsein. Sie bestehen nur aus diesen, aber sie sind schön. Sollte ich sie in Besitz nehmen, sollte ich versuchen, sie für lange Zeit zu erhalten, sollte ich sie aufnehmen, bewahren. Aber ich weiß, wenn ich sie aufnehmen würde, wären sie nicht wirklich deine Augen. Deine Stimme besteht aus den 6 Elementen, aber sie ist wirklich bezaubernd. Sollte ich versuchen, sie in Besitz zu nehmen, sollte ich sie aufnehmen, aber ich weiß, dass das, was ich bewahren oder aufnehmen könnte, niemals deine Stimme wäre. Was ich erhielte, wäre nur ein Bild, eine Tonbandaufnahme, eine Zeichnung oder ein Buch. Dein Lächeln
besteht aus den 6 Elementen, aber es ist wirklich wundervoll. Sollte ich versuchen, es in Besitz zu nehmen? Sollte ich versuchen, es für lange Zeit zu erhalten? Sollte ich versuchen, es zu besitzen oder aufzunehmen? Aber ich weiß, dass das, was ich besitzen oder aufnehmen könnte, niemals dein wahres Lächeln wäre. Es wären doch nur einige der Elemente. Deine Augen sind vergänglich. Deine Augen sind nicht da. Ja, das wurde mir gesagt. Und ich habe es auch erkannt. Und dennoch sind sie noch immer schön. Gerade weil sie vergänglich sind, sind sie umso schöner. Die Dinge, die nicht lange erhalten bleiben, sind die allerschönsten. Ein Sternschnuppe, ein Feuerwerk. Gerade weil sie ohne Selbst sind, macht sie das umso schöner. Und was hat ein Selbst mit schönen Augen zu tun? Ich möchte deine Augen betrachten, auch wenn ich weiß, dass sie nicht bleiben, auch wenn ich weiß, dass sie kein Selbst besitzen. Deine Augen sind wunderschön. Mir ist bewusst, dass sie vergänglich sind. Aber was spricht gegen Vergänglichkeit? Könnte ohne Vergänglichkeit überhaupt etwas sein? Deine Augen sind wunderschön. Mir wurde gesagt, sie sind nicht du. Sie haben kein Selbst. Was spricht gegen die Natur des Nicht-Selbst? Könnte mit einem Selbst überhaupt etwas existieren? Obwohl nun deine Augen nur aus den 6 Elementen bestehen, obwohl sie vergänglich sind, obwohl sie nicht du sind, sind sie immer noch schön. Und ich möchte sie betrachten. Ich möchte sie so lange anschauen, wie es sie gibt. Im Wissen, dass deine Augen vergänglich sind, erfreue ich mich an ihnen. Versuche aber nicht, sie für immer zu bewahren. Versuche nicht, sie festzuhalten, sie aufzunehmen oder in Besitz zu nehmen. Ich liebe sie einfach und bleibe frei. Wenn ich deine Augen liebe, lerne ich, sie ganz tief zu lieben. Ich sehe die 6 Elemente, die sie ausmachen, diese 6 wundervollen Elemente. Diese Elemente sind so schön und ich lerne, auch sie zu lieben. Es gibt so viele Dinge, die ich liebe. Deine Augen, den blauen Himmel, deine Stimme, die Vögel in den Bäumen, dein Lächeln und die Schmetterlinge auf den Blumen. Jeden Augenblick lerne ich, meine wahre Liebe zu entdecken. Deine Augen sind schön. Auch deine Stimme, dein Lächeln, der Himmel, die Vögel, die Schmetterlinge, ich liebe sie. Ich gelobe, sie zu schützen. Ja, ich weiß, lieben bedeutet respektieren. Und Ehrfurcht ist die Natur meiner Liebe. Ja, beenden möchte ich meinen Vortrag mit ein paar Momenten des Dankens. Des Dankens dafür, dass wir hier in der Sangha diese kostbare Gelegenheit haben, über diese Dinge zu reden, zu spüren, uns auszutauschen. Möge sie zum Wohle aller Wesen dienen, eingeschlossen uns selbst, sodass alle Lebewesen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leid. Thank you.